Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Strange, True Colors. Wir wollen Max suchen und sollten nochmal in der Apotheke vorbeigucken. Und dann weiß ich nicht, ob wir den, ich habe seinen Namen vergessen, den besten Freund von unserem Bruder, der wollte auch nochmal mit uns reden. Naja, wir gucken mal, was jetzt kommt. Okay, Jet meinte, ich finde Mac vielleicht im Blumenladen. Mhm. Aber ich habe Zeit, in der Apotheke vorbeizusehen, falls ich will. Okay, Charlotte, es tut mir so leid, vielen Dank. Alex, kannst du in die Apotheke vorbeischauen? Ich denke, ich brauche deinen Rat. Okay. Besuche Steph im Plattenladen, besuche die Apotheke. Okay. Apotheke und Plattenladen. Einerseits gibt's die offene Straße und die Freiheit, vor meinen Problemen wegzulaufen. Andererseits die Helmfrisur. Oh ja. Die Helmfrisur. Hast du von dem Unfall? Hä? Wieso hat er jetzt aufgehört zu reden? Ja, wie viele Mann. Fische Ducky wohl in dem Teil gefangen hat? Will ich ohne Gabe überhaupt hier bleiben? In diesem Bundesstaat, den ich überhaupt nicht kenne. Und in dieser Stadt, in der ich noch nicht mal seit einer Woche bin? Nicht, dass ich irgendwo sonst hin könnte. In Portland wartet nichts und niemand auf mich. Fuck. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eines ist sicher. Ich muss wissen, was mit Gabe passiert ist. Vorher gehe ich nicht. Ja. Das ist der Polizist. Pike. Hey, Pike. Hey. Wie geht's dir so? Mir ging's schon besser. Ja, stimmt. Dumme Frage. Hey, ich will, dass du weißt, dass ich es ernst gemeint habe. Gabe war was Besonderes. Er konnte mich selbst an schlimmen Tagen noch zum Lachen bringen. Ja, das habe ich schon von so vielen gehört. Und, wenn du bereit bist, brauche ich noch deine Aussage für die Ermittlung. Ich komme gern bald vorbei. Ja. Ja, kein Stress. Wir werden Mac jetzt nicht die ganze Zeit als Lügner hinstellen, weil wir wissen einfach nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob er es war oder ob noch was ganz anderes dahinter steckt. Deswegen, es ist sehr offensichtlich, dass Mac es war. Und ich weiß nicht, ob mir das nicht einfach zu offensichtlich ist. Wisst ihr, es gibt so Spiele. Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Es gibt so Spiele, die
Die schmeißen dir das offensichtlich ins Gesicht und dann gibt's so Spiele, die... Als Ethan noch kleiner war, habe ich ab und zu auf ihn aufgepasst. Echt schlimm, was da passiert ist. Hast du ihn drüben beim Wasser gesehen? Ja, er sah fertig aus. Hab ihn nicht angesprochen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Beim Wasser? Oh, Verzeihung. Ja? Schon gut. Hä? Sorry fürs Plattmachen eurer Berge. Hier habt ihr eine Parkbank. So ungefähr. Ist Ethan hier irgendwo? Den Park sollte ich mir bei Gelegenheit anschauen. Ohne das Paddeln wäre Kajakfahren echt mega entspannend. Ich bin auch mal Kajak gefahren und ständig umgekippt. Ist auch nicht definitiv nicht meins. Ich mache den Barjob noch nicht allzu lang, aber ich bin ziemlich sicher, dass die in der Bar sein sollten. Ah, da vorne ist Ethan. Erinnert mich irgendwie an The Wicker Man. Cool. Die ist wirklich cool, die Figur. Vor allem, ist die aus dem Baum geschnitzt oder sitzt die da nur drauf? Richtig hübsch. Hey, Ethan. Hey, Alex. Willst du darüber reden? Alles gut. Okay, gut geht es ihm nicht. Soll ich ihn nochmal ansprechen? Er will offensichtlich nicht reden, ne? Ich lass ihn mal, oder? Ich bin für dich da, wann immer du mich brauchst. Okay. Gut, das Kind will offensichtlich seine Ruhe. Ich nehme mal an, der gibt sich selbst die Schuld an dem Ganzen. Was man durchaus verstehen kann. Ich meine, wäre er nicht so leichtsinnig gewesen, ne? Der ganze Fußverkehr kommt hier durch. Den Gerüchten nach will die Minengesellschaft sogar ausbauen. Mehr Jobs bedeutet mehr Kunden für sie. Nichts ist festlicher als 3 Ausrufezeichen. Frühlingsfest. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ja, wo ist die denn? Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Was ist denn die Apotheke? So ein Schwachsinn. Es ist unser Recht zu wissen, was mit unseren Jobs ist. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass sich irgendwas ändert, oder? Schwer zu sagen. Ja, weil uns verdammt nochmal keiner was sagt. Ich kann es immer noch nicht fassen. Jemand ist gestorben. Tja. Die Situation ist echt beschissen. Ist auch keine Apotheke. Ich hoffe nur, dass der Stadtrat dafür stimmt. Hat einer von euch Lauden gesehen? Nicht seit seiner letzten Schicht. Armes Schwein. Wir sollten ihm mal ein Bier ausgeben. Okay. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, in der Apotheke vorbeizuschauen. Jet sagte, Charlotte will mit mir reden. Ja, gucken wir, ist die Apotheke. Da steht doch dran. Oh, sorry. Wir sind uns schon begegnet. Du bist Gabe Chans Schwester, oder? Alex, ja. Ich kannte ihn nicht gut. Aber er hatte ein großes Herz. Mein herzliches Beileid. Hübsche Apotheke. Ja.
Da hat man ja am Anfang was zu gelesen, dass die das legalisieren. Ne? Charlotte? Alex! Hey! Jet meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Mir geht's gut. Ich komm schon klar. Manchmal ist das alles, was man tun kann. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche, mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Er wirkt so distanziert. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Bleib stark. Ihr könnt die schweren Zeiten überstehen. Gemeinsam. Leichter gesagt als getan. Ja. Nicht wahr. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Ein Dokument. Von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Das ist super suspekt. Die sind ja so krass drauf. Warum sollten sie dir Geld anbieten, wenn sie nichts getan haben? Sie wollen damit ihren guten Willen beweisen. Aber du hast recht. Sie sind schuld an seinem Tod. Und damit wären sie vom Haken. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Naja. Ah, es war so klar. Boah. Das ist jetzt eine super wichtige Entscheidung, ne? Also, wir wissen bisher absolut nichts. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob Typhon als Gesellschaft wusste, dass wir dort sind und trotzdem gesprengt hat. Wir wissen nicht, ob es Mac war. Wir wissen nicht, ob irgendwas ganz anderes dahinter stand, was vielleicht wir noch gar nicht wissen, was damit irgendwie zu tun hatte. Ich meine, am Ende, wenn diese Bergbaufirma nichts damit zu tun hat, ne? Und es wirklich irgendwessen anderes Schuld war, haben wir nichts gekonnt, weil dann können wir sie ja nicht mehr verklagen. Also sollte sie dann eigentlich das Geld nehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn die schuld sind, dann könnten wir sie verklagen. Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich meine, am Ende sind wir die Schwester von Gabe, wir könnten die halt auch immer noch verklagen. Das Ding ist halt, sie war ja mit Gabe auch nicht verheiratet, ne? Also die waren ja nur ein Paar. Ich weiß halt nicht, warum sie anschreiben und nicht uns, weil wir ja eigentlich die nächste Verwandte sind. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schon irgendwie alles sehr suspekt. Also die Frage ist jetzt, kriegen wir auch noch ein Schreiben von der Firma? Könnten wir die verklagen? Tja, und B ist, wer steckt dahinter? Boah, das ist so schwierig. Puh. Ich meine, so ein Klageprozess, der kann sich über Jahre ziehen, der kostet super viel Geld.
Es ist eine kleine Stadt, die vom Bergbau abhängig ist. Und wenn diese Firma wirklich was damit zu tun hat, geht die Stadt den Bach runter. Zumindest was das Bergbaugeschäft und so betrifft. Deswegen würde ich sagen, nimm das Geld, bevor sie ohne irgendwas dasteht und die Stadt noch pleite geht. Es ist super schwierig. Ich glaube, Gabe hätte auch gewollt, dass seine Freundin und ihr Kind erstmal abgesichert sind, oder? Wir nehmen das Geld für Ethan einfach unter dem Aspekt, dass wenn wir Typhon verklagen würden, würde sich das Jahre hinziehen. Und am Ende können wir die nicht verklagen, weil die nichts damit zu tun haben. Und vielleicht können wir als Alex die Firma ja noch verklagen. Ich meine, wir haben nichts unterschrieben. Eigentlich möchte ich sagen, nimm das Angebot nicht an. Aber... für Ethan? Die Frage ist, wie sauer ist Ethan, wenn wir das Geld nehmen? Ach, wir nehmen das Geld. Du musst vor allem an Ethan denken. Wenn das Geld hilft, solltest du es annehmen. Danke, Alex. Das bedeutet mir viel. Diese Einverständniserklärung wirkt echt dubios. Aber Ethans Zukunft ist wichtiger. Das stimmt. Glaspfeifen sind so cool. Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Alter, warum redet sie da so komisch? Okay. Kostet vermutlich mehr als mein Busticket. Cooles Logo. Ich wette, das hat Charlotte selbst designt. Stimmt. Ich liebe Charlottes Stil. Das ist schon eine lustige Apotheke. Das ist ein Semi. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Aber mir gefällt einfach nur der Look. Okay. Er ist echt cool. Seit wann braucht man einen Doktortitel, um Gras zu rauchen? Okay. Stairway to Haven? Gabes Idee, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das glaube ich. Das könnte ich so krass anmalen. Aber ich will es nicht. Mountain Walker? Darstellungen von Charlotte Harmon. Bitte gesellen Sie sich zu uns am Samstag, den 3. März um 20.30 Uhr in der Paradox-Galerie für eine Ausstellung gesammelter Werke. Frischungen werden bereitgestellt. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Historische Gesellschaft von Haven Springs. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Quillfeather Sanatorium. Oh, no, no, no. Bei Sanatorien. Ah, da kriege ich direkt Until Dawn Vibes. Das Quillfeather Sanatorium wurde 1919 gebaut und bis zu seiner Schließung 1927 erfolgreich geführt. Unter der Leitung von Dr. Martin Kellogg wurden über 500 Grippe- und Tuberkulosepatienten behandelt und geheilt. Sanatorien lösen in mir immer Until Dawn-Flashbacks aus. Ich werde schon noch rausfinden, warum Mac lügt. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Aber gibt es in dieser Apotheke? Aha. Und welcher Teil des Gehirns ist nochmal für die irre leuchtenden Gefühle verantwortlich? Ja. Gibt's hier auch so normale Sachen wie eine Aspirin oder so? Gras, THC, Fruchtgummis. Also. Junge. Okay, Charlotte, ich gehe jetzt, ne? Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Ist klar. Danke. Gleichfalls. Okay. Da
dann waren wir jetzt nur hier wegen dieser wichtigen Entscheidung, was die Klage betrifft. Die ist auch irgendwie ein bisschen sass, oder? Ich wollte oder? Im Blumenladen mit Mac reden. Sieh hin. Ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Und das wollt ihr. Okay. Wir konnten doch auch noch bei Steph vorbei. Wo ist denn jetzt wieder der Plattenladen? Tut mir echt Steph leid. Wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Das machen wir auch noch. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist sie wieder hinten. Hilfreich. Bin 5 zurück oder 10, vielleicht 15. Okay. Wo ist die Katze, die dir gerade miaut? Ah, da. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Darf ich dich streicheln? Nein. Sieht aus, als würde Steph an einem neuen Projekt arbeiten. Okay. Typ im Hoodie. Dass er wirklich diese Platte bestellt hat. Oh Mann. Ah, das ist doch Steph. Ich bin froh, dass Gabe sie überredet hat, zu bleiben. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Geredet ist etwas übertrieben, aber ich hab's versucht. Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Okay. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thanor. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Lord der Unterwelt. Der Untote. Ich würde sagen Sturmbringer. Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Guck's dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich schau mal rein. Okay. Hey Leute, da bin ich wieder. Auf der Suche nach Trennungssongs, huh? Der arme Kerl. Mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest. Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Alex, füll deinen Charakter aus. Die Bardin.
Name Lea, Volk Halbelf, Klasse Bade. Fähigkeiten Verzerrungsfeld oder heilende Serenade, Stufe 1, Trefferpunkt 10. Wie hast du Thaner kennengelernt? Oh Gott. Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Alto, Alvin, Alexandra. Ich mag Alexandra. Die Ästhetik der Einfachheit. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfeld klingt cool, aber heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Wir sind ein Barde. Wir nehmen die Heilung. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thaner kennengelernt? Eine heldenhafte Geschichte. In einer düsteren und stürmischen Nacht. Dieses Laubding könnte wirklich funktionieren. Okay. Chrissy sieht süß aus. Es wäre falsch, den Hund von jemand anderem zu beanspruchen. Oder? Oder? Red Rock Sommerkonzerte, Brüder Ramirez Waschbärenbeseitigungen. Haben sich diese maskierten Viecher in ihrem Heim bereit gemacht? Rufen Sie die Brüder Ramirez an, wir vertreiben sie. Hund gefunden, Golden Retriever, auf der Marke steht Chrissy. Glaubt, sie sei klein genug, um ein Schoßhund zu sein. Bitte ruf an, bevor meine Familie sich verliebt. Süß. Da war noch irgendwas mit dem Flohmarkt. Gabe wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Vielleicht mache ich das. Oh, weil sie über uns die Gitarre gesehen hat. Deswegen sind wir ein Barde, ne? Das hatten wir uns schon angeschaut. Privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Was du nicht sagst. Ich würde mal gucken, kann ich? Okay, Ryan. Dem antworten kann ich aber nicht, ne? Weil er wollte ja mit mir sprechen. Okay. Dann gehen wir jetzt auf in den Blumenladen. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Hm. Ich frage mich, woran Steph arbeitet. Sieht cool aus. Ich sollte ihr eine Nachricht schicken, um herauszufinden, gucken, ob ich helfen kann. Okay. Okay. Da ist doch Blumenladen. Kann ich hier einfach drüber? Natürlich nicht. Bin kein Rasenlatscher in dem Spiel. Aha, das ist einfach nur ein Mädchen auf der Bank. Okay. Wunderbar. Wieder die Warteschlange. Okay, ich dachte, er erzählt vielleicht noch was, wenn ich nochmal zurückgehe. Eleanor? Sorry. Du musst dich nicht entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich...
Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Gute Einstellung. Ist Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Hä? Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Oh Gott, sie vermehren sich. Okay, ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Oh Gott, die Arme hat Alzheimer oder Demenz oder sowas. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Der Zwerg mit der Brille. Ich guck mich nochmal kurz hier hinten um, Eleanor. Wenn Riley das ausfindet, das darf nicht passieren. Check vorbei, wenn du Zeit hast. Case war aber anscheinend noch nicht alles. Jetzt schon mit ihr reden, oder? Oh, da, das Schild. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Oh, Scheiße. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey.
Ich möchte helfen. Okay. Okay. Was hatte Eleanor zuerst gemacht? Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Na klar, sie hat das Schild als erstes umgedreht. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Okay, dann macht sie die Post. Irgendetwas muss sie abgeben. Sie hat ja hier dran rumgefummelt. Vielleicht die Kasse? Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Sie hat die Post gemacht. Danach war sie vielleicht hinten am PC. War vielleicht irgendwas mit Riley? Ich weiß es nicht. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Genau, per Scheck bezahlt. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Gut. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Mr. Jedediah Lucan, Mr. Jedediah Lucan, 49, baba. Die Lilien sind wohl für Jed. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Ich wusste, du findest es raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Jed plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern.
Boah. Sie wird's eh wieder vergessen. Sie kennen doch Jet. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Das Ding ist mit Demenzerkrankten. Danke für deine Hilfe. Bis ganz bald. Bis bald, Eleanor. Ciao. Ja, wenn man... Sie hat sich endlich besser gefühlt. Das wollte ich ihr nicht vermiesen. Ja, zumal sie es wahrscheinlich sowieso wieder vergessen wird. Also, schwierige Sache sowas. Ja, wir sind aber auch schon wieder viel zu lange über der Zeit. Ich bedanke mich natürlich bei euch immer fürs Gucken. Wir machen jetzt Schluss an der Stelle. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach Mac. Vielleicht finden wir ihn in der nächsten Folge. Wir werden sehen. Und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich sag mal bis morgen, wenn ihr mögt. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüss.